Hey, mega. Dankeschön, Thomas. Vielen, vielen Dank. Es ist mir auch eine Ehre, mit dir und Andreas unterwegs zu sein. Ihr seid für mich wie geistliche Väter. Ihr seid meine Pastoren. Und ich finde es mega, wenn wir den beiden mal einen richtig großen Applaus geben, hey, für all das, was sie hier so tun und investieren. Dankeschön. 11:30 Uhr Gottesdienst. Bist du wach? Ja. Wenn meine jüngste Tochter bekommt gerade Zähne. Ich habe nicht viel geschlafen. Obwohl ich eigentlich gar nicht aufgestanden bin. Meine Frau ist die ganze Zeit aufgestanden. Aber man leidet ja mit. Ich kann mich nicht einfach umdrehen und dann so tun, als wäre nichts, weil sie das weiß und merkt. Auf jeden Fall, hey Mann, es ist gut, wieder hier im Haus Gottes zu sein. Es ist gut, dass wir hier zusammenkommen mit so vielen Leuten. Hey, ich freue mich auf die Zeit jetzt hier, aber freue mich auch darauf, was Gott alles noch vorbereitet hat bis zum Ende des Jahres. Und wir wollen glauben und hoffen, hey, dass dieser Raum sich noch mehr füllt. Amen. Amen, hey. Cool, hinter der Bühne sind die Leute richtig gut drauf. Das ist mega. Lass mich direkt starten. Kennst du die Momente, wenn du in einem Café sitzt oder in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf der Straße unterwegs bist und jemand spricht dich an und du hast absolut keinen blassen Schimmer, wer diese Person ist und du gehst davon aus, okay, diese Person hat sich wahrscheinlich geirrt oder hat mich verwechselt, bis diese Person deinen Namen nennt und dann merkst du, okay, du hast keine Ahnung, wer gerade vor dir steht. Kennt das irgendjemand? Ja, so ein paar. Hey, und ich sag ganz ehrlich so, ne, das ist immer recht peinlich. Vor allem jetzt gerade, ne, mit dieser ganzen Maskengeschichte. Ich erinnere mich daran, ich war vor einiger Zeit, ich war einkaufen und jemand spricht mich im Laden an und wir hatten halt Masken auf und diese Person ist so richtig in it. So richtig, Antonio, hey, und so weiter, ne? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer das ist, so, ne? Also, was habe ich gemacht? Fake it till you make it. Ich habe 10 Minuten lang mit der Person geredet. Es ist einfach so. Und dann sind wir irgendwann rausgegangen, die Person hat die Maske abgenommen und ich war so, ah. Hey, voll gut, dich zu sehen. Auf jeden Fall, so ne, seien wir ehrlich, so das ist eine recht peinliche Situation, wenn man nicht weiß, wer vor einem steht. Und auch recht komisch. Was aber auch peinlich ist, oder ich würde sogar sagen, noch peinlicher ist, wenn du jemanden ansprichst und so 100% davon überzeugt bist, dass du diese Person kennst, aber es ist jemand völlig anderes und du nennst die Person dann beim Namen, was mir auch schon ein paar Mal passiert ist, und die Person ist so, nein. Weil dann merkst du, die Situation ist nicht peinlich, sondern du bist peinlich. Und du solltest as soon as possible rausgehen aus dieser Situation. Ich erinnere mich daran, hey, dass vor mehreren Jahren saß ich im Büro, ich hatte ein paar Probleme mit meinem Laptop. Ich habe beim Reparaturservice angerufen und habe denen geschildert, was los ist. Die haben gesagt, die müssen jemanden vorbeischicken. Ich habe gesagt, alles klar, ich bin da. Ich warte darauf, dass sie vorbeikommen. Und die haben mir gesagt, ja, in den nächsten paar Tagen wird jemand kommen. Am selben Tag hatte ich ein Telefonat mit einem Pastor, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ich wusste ansatzweise, wer er ist, wo er herkommt, aber ich hatte keine Ahnung, wie er aussieht. Er sagt, er hört zu, ich bin in den nächsten Tagen, Wochen in der Gegend. Kann ich einfach vorbeikommen und mit dir einen Kaffee trinken? Ich sagte, klar, hey, meine Tür ist offen. So, ein paar Tage später stand er vor der Tür, dachte ich. War aber der Reparaturdienst. So, ich habe die Tür aufgemacht und war so, wie ich halt bin. Hey, mega dich zu sehen. Und das, was ich als nächstes getan habe, war folgendes. Und zwar, ich habe ihn umarmt. Und dann habe ich gesagt, hey, komm rein, richtig gut, hey, dass du da bist. Hey, gib mir deine Jacke. Und er sagt zu mir, nein. Und ich war so, willst du jetzt die ganze Zeit mit Jacke hier sitzen? Und er guckt mich an und sagt, ja. Und ich so, okay, alles klar, hey, ich lüge nicht, es ist wirklich so passiert. Dann habe ich ihn gefragt, hey, willst du was trinken? Kaffee, Fanta, Sprite, irgendwas? Er sagt, nö, danke, bin gut. Und ich war so, hey, wir haben alles, was das Herz begehrt, egal was, sag einfach. Und er sagt, nee, ich will nichts, ist alles gut. So, na, und dann habe ich dafür gesorgt, dass er sich im nächsten Moment da hinsetzt, wo sich alle Leute hinsetzen, mit denen ich Gespräche führe. Und ich habe mich auch hingesetzt und habe ihn angeguckt und meinte, und? Geht's gut? Und er war so, ja. Und ich glaube, innerlich hat er aufgegeben gehabt. Er war so, na, mal gucken, wo das hinführt. So, ne? Also habe ich ihn gefragt, und jetzt gerade in der Gegend? Und er sagt zu mir, ja, wie Sie sehen. Und ich sage, nein, du musst mich nicht duzen. Hey, komm, wir sind ja unter uns hier, ne? kannst mich gerne duzen. So, ne? Und dann frage ich ihn, hey, und? Frau, Kinder? Und er sagt auch, ja, gut. Und ich bin so innerlich, ey, was will der Typ?
der hat mich angerufen. Er wollte einen Termin mit mir haben, er wollte einen Kaffee mit mir trinken. Ich nehme mir extra Zeit, er kommt hierher und dann antwortet er mir einsilbig. So, was ist los? Ich meine, er guckt mir nicht mal richtig in die Augen, er guckt die ganze Zeit an mir vorbei, auf meinen Laptop. Und in dem Moment war ich so, shoot. Ich habe verstanden, wer das ist. Ich dachte, das ist der Typ von Dell. Also, was tust du als selbstbewusster junger Mann? Ich bin aufgestanden und habe so getan, als wäre das alles nicht passiert. Ich habe gesagt, hey, das ist mein Laptop. Der funktioniert nicht richtig. Ich muss jetzt zu einem Meeting und ich habe offensichtlich gelogen. Und ich habe auch schon Buße getan, okay, hör auf mich zu richten. Also, auf jeden Fall, so, ich bin rausgegangen und ich habe ihn nie wieder gesehen. Das, was ich getan habe, ist, ich habe mich hier irgendwo im Haus versteckt und habe darauf gewartet, dass er geht. Ist kein Spaß. Weil ich dachte, oh Mann, das ist so peinlich, oder? Versteht irgendjemand, was ich meine? Das ist so, oder? Es ist so peinlich. Und ich dachte, ich habe dem Typen jetzt einen weiteren Grund gegeben, nie wieder in die Kirche zu kommen. Und dann hat wahrscheinlich seinen Freunden erzählt, ey, die Typen im christlichen Zentrum Wiesbaden, die sind komisch, ey. So, der Typ hat mich umarmt. Bevor ich seinen Laptop anfassen durfte, musste ich ihm sagen, wie es meiner Frau und meinen Kindern geht. Das Gute ist, dass wir unseren Namen gewechselt haben, oder? Jetzt weiß er nicht mehr. So, auf jeden Fall. Hey, das ist eine relativ lustige Geschichte und wenn du sie nicht lustig fandest, dann weiß ich, stimmt was nicht mit dir. Aber so, aus folgendem Grund erzähle ich das. Und zwar, ich glaube, dass wir heutzutage mehr denn je, und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wir leben mehr denn je in einer Zeit der Selbstverwirklichung. Mehr denn je in einer Zeit, in der wir unsere Stärken promoten wollen, in der wir unsere Stärken in Szene setzen wollen, anstatt zu unseren Schwächen zu stehen. Und ich meine, diese Geschichte, sie ist lustig, weil, seien wir ehrlich, ich meine, jeder von uns kann sich ein Stück weit damit identifizieren. Es ist jedem von uns schon mal passiert, dass du jemanden nicht richtig wiedererkannt hast, dass du dich vielleicht in jemanden geirrt hast, vielleicht sogar in jemanden getäuscht hast. Ich würde sagen, hey, das ist kein großer Deal. Was aber ein großer Deal ist, ist es nicht wirklich zu wissen, wer man selber eigentlich ist. Wer ich selber bin, wer du selber bist. Was deine Bestimmung ist, was unsere Berufung ist, wozu uns Gott erschaffen hat und wozu er uns designt hat. Und bitte versteh mich nicht falsch, ich rede nicht davon, was unsere Vergangenheit über uns sagt, wer wir alles sein sollten. Auch nicht, was andere Leute über uns sagen, wer wir alles sein könnten. Auch nicht, was du selber über dich denkst, wer du alles sein müsstest. Sondern ich rede davon, wer du jetzt gerade bist. Wer bin ich vor Gott? Und an dieser Stelle, ich sage ganz ehrlich, wir können so schnell all die Herausforderungen, die Probleme und die Dramen, die wir um uns herum erleben, wir können sie nehmen und wir können sie projizieren auf unsere Beziehung zu Gott. Und wir denken, okay, Gott hat vielleicht gar keinen Plan mit meinem Leben. Aber ich glaube, du und ich, wir müssen eine Entscheidung treffen, zu sagen, ich mache Gott, hör mir zu, weil ich glaube, das ist wichtig. Und zwar, ich mache Gott zu dem Publikum in meinem Leben. Und wenn Gott das einzige Publikum ist in meinem Leben, dann wird die Meinung von Menschen und die Akzeptanz und die Annahme von Menschen, was alles wichtig ist, okay, und seinen Platz in unserem Leben hat. Aber es wird nicht zu der Nahrung und zu dem Boden und zu dem Fundament meines Lebens. So, das bedeutet, ich bin mit Gott unterwegs und ich erlebe erfolgreiche Situationen und ich erlebe auch Misserfolge in dem, was ich tue. Und es ist vielleicht hier und da tough und es ist hier und da vielleicht herausfordernd, aber ich verstehe aus meiner Identität heraus, wer ich in Jesus bin, wie Gott mich sieht, dass Gott sich entschieden hat, mir sein Angesicht zuzuwenden. Und sein Angesicht ist so voller Liebe und so voller Barmherzigkeit und so voller Treue und Gnade mir gegenüber. So, das bedeutet, ich nehme das mit und ich bin mit Gott unterwegs und verstehe dann Folgendes. Und zwar, dass solche Dinge, wie das, was Thomas gerade geteilt hat, oder? Über Heilungen, die passiert sind und so weiter und so fort. Dass solche Dinge zu einem Standard werden können in meinem Leben. Weil ich mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde unterwegs bin. Das bedeutet, ich verstehe, dass Gott von mir nicht das Unmögliche erwartet. Hör mir zu. Gott erwartet nicht das Unmögliche von dir, sondern du und ich, wir tun das Mögliche und Gott kommt mit dem Un da rein und er macht das Unmögliche. All das, was du und ich nicht tun können. Wir leben und wir tun das Natürliche und was tut Gott? Er taucht auf, er rettet den Tag und auf einmal erleben wir das Übernatürliche in unserem Leben. Und ich glaube, du und ich, wir werden niemals erkennen und anerkennen, wozu wir imstande sind und was für Fähigkeiten wir haben und was für Stärken wir haben und was alles Gott in unser Leben hineingelegt hat, wenn wir nicht akzeptieren, wer du und ich jetzt gerade sind. Wer wir jetzt sind. Wenn ich meine Identität davon abhängig mache und letztendlich daraus resultiert, was ich für Erfolge und Einsätze in meinem Leben erlebt habe, dann sage ich dir ganz ehrlich, bauen wir unser Leben auf Unsicherheiten. Weil früher oder später werden Misserfolge kommen.
Aber wenn ich mein Leben, meine Identität abhängig mache von dem, der mich designt hat, von dem kreativen Kopf hinter meiner Schöpfung, hinter der Person, die ich bin, dann verstehe ich, er kennt mich in- und auswendig. Er kennt all die guten Seiten in meinem Leben, aber genauso kennt er auch all die hässlichen Szenen in meinem Leben, alle kaputten und zerbrochenen Teile, alle Fehlfunktionen. Und jetzt kommt's. Und dennoch hat er sich für dich und für mich entschieden. Oder wie verrückt ist das, zu wissen, dass wir es mit einem perfekten Gott zu tun haben, der sich trotz unserer Fehler für uns entscheidet. Und ich glaube, wenn wir das annehmen können für unser Leben, dann verstehen wir auch, dass unsere Einschätzung über unser Leben, unsere Selbsteinschätzung, sie ist nicht so präzise wie die Beurteilung dessen, der mich kreiert hat und der mich erschaffen hat, der mich liebt und der mich designt hat und er, der sagt und letztendlich halt dazu steht, dass er dich jetzt gerade liebt, oder? Gott liebt mich jetzt. Er liebt nicht eine verbesserte Zukunftsversion von mir. Ganz kurz, lass mal einfach den Gedanken zu. Natürlich arbeitet Gott an uns, aber er liebt nicht unsere Zukunftsversion von uns selber, sondern er liebt uns jetzt. Er liebt dich jetzt, so wie du bist. Für mich ist das beste Beispiel für das, was ich gerade erzählt habe, ist Gideon. Und wenn du in der Kirche aufgewachsen bist, hey, wenn du ein Churchkid bist, dann hast du wahrscheinlich die Geschichte von Gideon schon ein paar Mal gehört. Aber dennoch will ich dich nochmal mit reinnehmen in diese Geschichte, weil es passiert so schnell, dass wir manchmal Dinge überlesen oder vergessen, was Gott schon alles getan hat. Und wir wissen, Gott ist ein Wiederholungstäter, oder? Gott ist ein Wiederholungstäter. Okay, ich will mit euch reinspringen in Richter 6, da lesen wir von Gideon. Und zwar, du musst dir Folgendes vorstellen, bevor wir in den Vers reingehen, lass mich dir ganz kurz die Szene darstellen. Und zwar ist es so, dass als Gott Gideon in Richter 6 findet, war es nicht so, dass Gideon gerade etwas Waghalsiges oder etwas Tapferes oder etwas Heldenhaftes getan hat. Sogar ganz im Gegenteil. Das, was Gideon gerade getan hat, als Gott zu ihm spricht durch einen Engel, war Folgendes, und zwar, er versteckte sich vor seinen Feinden, den Midianitern. So, und dann taucht Gott auf und er spricht zu ihm durch einen Engel und er sagt zu ihm Folgendes, in Vers 12. Der Herr, Gott selbst, Gideon, ist mit dir, du tapferer Held. Okay, ganz kurz, halt dir die Szene vor Augen, okay? Er versteckt sich gerade hinter einem Krug, in einer Weinpresse, vielleicht hinter einem Heuhügel, okay? Und Gott taucht auf mit Engeln und Engelscharen und Backup-Engeln und alle sagen, du tapferer Held. Wie crazy ist das? Ganz kurz. Es ist wie, als würdest du sagen, Antonio, du grandioser Sänger. Du durchtrainierter Sportler. Adam, du darfst nicht lachen, okay? Alle anderen dürfen hier lachen, aber du nicht. Wenn ich so breit wäre wie du, hey. Dass Gott sowas sagt, stell dir vor, ich meine, wenn jemand zu mir sagen würde, Antonio, du ruhiger und bedachter Dichter. Stell dir vor, du sitzt auf der Corona-Couch zu Hause, oder? Und guckst gerade Livestream und Gott taucht auf und er sagt, du tapferer Held. Wir würden sagen, ganz kurz, das ist ein paar Time-out. Habe ich irgendwas überlesen in dieser Geschichte? Habe ich irgendwelche Verse, habe ich irgendwas verpasst? Und wir lesen das so oft und sind so, ja, okay, du tapferer Held. Alles klar, ist doch gut. Gott schreibt seine Geschichte mit ihm. Nein. Ganz kurz, das, wie Gideon sich in diesem Moment gefühlt haben muss, er war etwas überrascht. Also, okay, ich bin ein tapferer Held? Und er reagiert, ich weiß nicht, ob du gelesen hast, er reagiert relativ sarkastisch Gott gegenüber. Weil er sagt ihm sowas wie, ach, ich tapferer Held? Ehrlich, und du bist mit uns, Gott? Okay, wenn du mit uns bist, warum hassen wir dann alle unser Leben? Und es ist etwas übertrieben, aber im Kern ist es genau seine Aussage. Und weißt du, was interessant ist? Dass Gott seinen Sarkasmus voll und ganz ignoriert. Gott setzt sogar noch einen drauf. Lass uns in den nächsten Vers hineingehen, Vers 14. Und zwar, Gott sagt zu ihm, geh hin in dieser deiner Kraft. Sag mal ganz kurz, deine Kraft. Geh hin in dieser deiner Kraft, geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter, ich sende dich. Und es ist atemberaubend, dass Gott sagt, ich sende dich. Okay, das kannst du für dein Leben annehmen. Hey, wenn Gott sagt, ich sende dich, das ist grandios, okay? Aber dann setzt er noch einen drauf. Er sagt zu ihm, geh hin in dieser deiner Kraft. Und ich sage dir, warum das atemberaubend ist, was Gott hier sagt. Und zwar, weil Gott nicht von Gideon und genauso auch wenig von dir und von mir erwartet, dass wir Superheldenkräfte entwickeln. Weißt du warum? Weil er Superheldenkräfte hat. Er braucht uns nicht, dass wir Superheldenkräfte entwickeln. Wir denken immer, wir brauchen Superheldenkräfte, damit Gott uns gebrauchen kann. Nein. Hey, Gott hat genug Superheldenkräfte. Sondern, und jetzt kommst du und ich, wir denken an so vielen Punkten, okay, Gott ist enttäuscht von mir, Gott ist gegen mich, Gott beschimpft mich, Gott, ich reiche nicht aus für Gott, aus folgendem Grund, weil wir, und jetzt kommst so oft unseren eigenen Erwartungen nicht entsprechen.
Aber Gott weiß Gideon nicht zurecht. Aufgrund von Mangel an Mut oder aufgrund von Mangel an Skills. Nein, 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 was ganz anderes ist der Fall. Gideon hört eigentlich von Gott nichts anderes als: Hör zu, Gideon. Es ist mir völlig egal, was du über dich selber denkst. Es ist mir auch völlig egal, was andere über dich sagen. Es ist nur wichtig, was ich über dich sage. Und ich sage, du bist mutig und stark. Und ich sage dir, warum das so atemberaubend ist. Weil das, was Gott vor Hunderten von Jahren gesprochen hat zu Gideon, das spricht er heute auch zu dir und zu mir. So, das bedeutet, du und ich, wir sind nicht die Summe der Fehlentscheidungen unserer Vergangenheit und all dem, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Du und ich, wir sind nicht die gescheiterte Ehe meiner selbst, die gescheiterte Ehe meiner Eltern, meiner Familie. Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß, wie oft ich in meinen Familienstammbaum hineingeschaut habe und gesehen habe, wie viele in meiner Familie geschieden sind. Und ich dachte, okay, bei mir wird es genau der gleiche Fall sein. So, du bist nicht diese Person. Gott schreibt eine völlig neue Geschichte mit dir. Du bist nicht die ganzen Todesfälle in deiner Familie. Auch hier wieder. Ich finde mich darin wieder, weil ich schaue auf meinen Familienstammbaum und sehe, wie junge Menschen in meiner Familie gestorben sind. Und als mein Bruder letztes Jahr gestorben ist, dachte ich, okay, ich bin der Nächste. Aber Gott sagt, nein, ich schreibe eine völlig neue Geschichte mit dir. Warum? Weil dein Leben nicht definiert wird von deinen Umständen. Hör mir zu, dein Leben wird nicht definiert von deinen Umständen. Niemals. Dein und mein Leben wird immer definiert von dem, der uns erschaffen hat. Von dem kreativen Kopf Gottes, der gesagt hat, existiere. Er sprach uns in Existenz. Du und ich, wir sind nicht der Versager, den andere Leute in uns sehen. Du und ich, wir sind nicht die zerbrochene Beziehung zwischen uns und unseren Kindern oder unseren Lieben. Hey, sondern Gott sagt, ich schreibe eine völlig neue Geschichte. Dein Wert, ganz kurz, dein Wert bei Gott wird nicht reduziert durch die Stimmen deiner Umstände, die dir sagen, was du alles nicht bist. Sondern dein Wert bei Gott wird mehr als nur multipliziert, dadurch, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Ganz kurz, dass Gott selber sagt, ich sterbe am Kreuz für dich. Oh, das ist atemberaubend. Gott selber sagt, du bist mir so viel wert, ich gebe mein Leben für dich. Ja, okay, du hast Fehler gemacht. Okay, Dinge sind schiefgelaufen, ich gebe mein Leben für dich. Und dann schreibt Gott eine neue Geschichte, oder? Ich glaube, ich sage ganz ehrlich, ich glaube, du und ich, wir müssen uns dessen bewusst werden, vielleicht neu bewusst sein, dass Gott aus einer anderen Realität auf unser Leben schaut. Aus einem ganz anderen Raum, Zeitkontinuum, anfängt auf unser Leben zu schauen. Und nicht nur, dass er auf unser Leben schaut, auf unsere Situation schaut, noch darüber hinaus, er ist vor Ort, in Echtzeit, bei mir, dir näher als du denkst. Er ist dir näher als dein Bruder oder deine Schwester. Ganz kurz, ich glaube, wir verpassen diesen Punkt, hey. Gott hat sich entschieden, bei dir zu sein. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich merke es bei mir, gerade in dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, und ich muss es aussprechen über mein Leben, und ihr habt es die letzten Wochen gehört, dass Gott uns versprochen hat, bei uns zu sein bis ans Ende aller Tage. Und ich weiß, dass wir das alle wissen, aber dennoch ist es gut, sich immer wieder daran zu erinnern, dass er uns sein Wort gegeben hat, er hat uns sein Versprechen gegeben. Ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage. Und ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, wir werden an unsere Grenzen kommen und wir werden in Situationen hineinkommen, die wir nicht managen können und wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber, und das ist ein großes Aber, Gott hat sich entschieden, auch da bei mir zu sein. Und du und ich, wir tun wirklich gut dran, uns in diesen Momenten an seine Realität zu erinnern. Er ist bei mir vor Ort, in meiner Situation, in Echtzeit. In meinem Raum, in meinem Bett, wenn ich nachts wieder wach liege und ich weiß, wie es weitergeht. In meinem Büro, in meinem Auto, wenn ich weine. Whatever, er ist dort, weil er sich so entschieden hat. Und jetzt fragst du vielleicht, okay, Antonio, woher weißt du das? Ich will dir zeigen, woher ich es weiß. Und zwar, wenn wir das Wort Gottes hineinschauen, wenn wir das Neue Testament hineinschauen, lesen wir da eine grandiose Geschichte in Johannes 11. Und zwar, wir lesen davon, dass Martha und Maria, die sehr gute Freunde waren von Jesus, sie hatten einen Bruder namens Lazarus. Und wir lesen davon, dass Martha, Maria und Lazarus, die waren sehr dicke mit Jesus. Sie waren befreundet miteinander, okay? So, und auf einmal passiert etwas Tragisches, und zwar Lazarus stirbt. Wir wissen nicht warum. Whatever, life happens, okay? Er ist gestorben. Aber dann lesen wir auch des Weiteren, dass Jesus auftaucht in der Situation und den Tag rettet, oder? Jesus wird zu Lazarus reden und ihm sagen, Buddy, komm raus aus dem Grab. Und Lazarus hüpft wie ein Osterhase in Mumiengestalt, hüpft er raus, ja, weil die waren ja bandagiert und alles, er hüpft raus aus dem Grab. Aber dann lesen wir diesen einen Vers, und das ist der kürzeste Vers der Bibel, Johannes 11, Vers 35, zwei Worte, Jesus weinte. Okay, das ist der Lieblingsvers von allen Momentum
Studenten, okay? Weil wenn du Verse auswendig lernen musst während des Colleges, hey, dein Dozent kann nichts dagegen sagen, okay? Ja? Johannes 11, 35, Jesus weinte, kürzester Vers. Happy Birthday, ich bin hier, um dich zu segnen. Also, so, da lesen wir dort, Jesus weinte. So, und wenn wir die Geschichte kennen, dann wissen wir, okay, Jesus wird eh den Tag retten und Lazarus wird aus dem Grab rauskommen. Also könnten wir uns eigentlich fragen, warum weint Jesus? Okay, Lazarus wurde krank, Jesus war nicht vor Ort, er erfährt davon, macht sich auf den Weg, er taucht auf, Lazarus ist tot und er weint. Warum weinte Jesus? Das ist einer der mysteriösesten Verse in der Bibel. Warum weinte Jesus? Ich meine, er weiß so. Wenn ich Martha oder Maria gewesen wäre, ich hätte gesagt, Jesus, warum hast du geweint? So, ich meine, okay, cool, dass Lazarus wieder da ist und dass er wieder lebt, aber im Vorfeld hast du geweint. Wir dachten alle, Game over, das Spiel ist vorbei. Warum hast du geweint? Warum weinte Jesus? Und ich glaube aus folgendem Grund, hör mir zu. Und zwar, nur weil Gott den Ausgang einer Situation kennt und weiß, wie er selber handeln wird, in der Situation, in der du und ich uns befinden, heißt es noch lange nicht, dass Gott uns alleine lässt in der Situation, wo wir gerade drin sind. In dem Punkt, wo wir weinen und wo wir trauern und wo wir einsam sind. Oder er hat uns versprochen, bei uns zu sein. Weißt du, wenn wir diese Worte hören und ich meine, ich weiß nicht, ob du diesen Vers auch kennst und weißt, hey Gott, er freut sich mit den Freunden, oder? Und er lacht mit denen, die sich freuen und feiern, aber genauso weint er auch und ist voller Trauer und ist voller Schmerz mit denen, die Schmerzen haben und trauern. Auf einmal macht dieser Vers, auf einmal macht er in einer ganz neuen Art und Weise Sinn, weil ich weiß, das ist der Inbegriff und das ist die Definition von Jesus ist mir nah. Jesus ist vor Ort in Echtzeit. Er ist jetzt hier. Wenn ich rausgehe aus dem Gebäude, ist er mit mir unterwegs. Wie durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist bei mir. Bis ans Ende aller Tage. Weil seien wir ehrlich, du wirst aus diesem Gebäude rausgehen und ich kann dir versprechen, noch in dieser Woche, nächste Woche, in den nächsten Monaten kann Folgendes passieren. Und zwar auf einmal steigen die Umstände um dich herum auf und sie schreien dir mit einem Megafon ins Gesicht und mit Statistiken und Fakten, warum du nicht glauben solltest und warum du am besten zweifeln solltest. Und warum dich Gott verlassen hat. Und auf einmal kommen diese ganzen Fragen auf. Und wir fragen uns, ob Gott überhaupt noch Glauben hat für meine Situation. Ob er überhaupt noch Hoffnung hat für mein Leben. Ob er überhaupt noch Perspektive hat für meinen Job, weil ich habe keine Perspektive mehr dafür. Ob wir überhaupt jemals wieder rauskommen werden aus dieser Covid-19-Zeit. Und auf einmal kommen Panikattacken und Ängste und sonst was. Und wir fragen uns, wird es sich jemals wieder ändern? Gott, hast du noch eine Vision für mein Leben? Hast du noch einen Plan für meine Beziehung, für meine Partnerschaft? Hast du noch eine Vision für die Menschen, für die ich schon so lange bete und sie haben immer noch keine Entscheidung für dich getroffen? Gibt es da noch etwas? Diese Situation kommt, Herr, wir müssen uns daran erinnern, dass er uns versprochen hat. Wir erinnern uns daran, er hat uns versprochen. Er hat uns sein Wort gegeben und er steht zu seinem Wort. Ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage. Ich lasse dich nicht alleine. Weil seien wir ehrlich, wir sind... So oft ist es so, dass der Feind, dass der Teufel besser Bescheid weiß über unsere Bestimmung und Berufung als du und ich. Über unser Leben Bescheid weiß als du und ich. So, ich meine, da muss etwas auf deinem Leben liegen, auf unserem Leben liegen, was nicht nur uns selber dienen wird, sondern auch Menschen in unserem Umfeld und vielleicht sogar einer ganzen Nation. Hast du mal darüber nachgedacht, dass das, wo du gerade durchgehst, und einen Sieg erleben sollst, dass es nicht nur dir dienen soll, sondern einer ganzen Nation. Ich sage dir eine Sache, Gideon ist nicht davon ausgegangen. Er hat sich versteckt. Aber wenn Gott dabei war, mit ihm so eine Geschichte zu schreiben, warum nicht auch mit dir und mit mir? Warum nicht auch mit dir und mit mir? Ich meine, weil sonst wäre es nicht so hart und so tough und so herausfordernd, oder? Und so oft ist es so. Es ist so finster um uns, oder? Es ist so dunkel um uns. Wir fragen, was ist los? Ich sage dir eine Sache, was los ist. Gott hat gesprochen, du bist mutig und stark. Du bist unersetzbar. Du bist so wichtig für meinen Plan. Okay, jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, natürlich, was ist Gottes Plan? Warum sollte ich so wichtig sein für ihn? Ich sag dir warum, hey. Weil Gott sich entschieden hat, in persona. Er hat sich entschieden, seine Herrschaft und seine Herrlichkeit und seinen Thron im Himmel zurückzulassen, auf die Erde zu kommen und wie ein Bettler in einer Krippe, in einem Stall geboren zu werden. Und nicht nur das. Er wurde wie ein Verbrecher gekreuzigt, oder? Für deine und für meine Schuld. Aber er blieb nicht im Grab, sondern ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. So, das bedeutet, du und ich, wir dürfen diesen Sieg erleben, den Jesus für uns errungen hat, oder? Wir dürfen in diesem Sieg laufen und wandeln. Dafür hat er uns, ich sage dir ganz ehrlich, hey, unsere Umstände, sie definieren nicht, was Gott gerade dabei ist, in dir und durch mich zu tun. So,
wenn es eine Meinung gibt, hey, die etwas verändern kann in dir, wenn es jemanden gibt, hey, der deinen Wert reduzieren könnte, dann wäre es nur unser Schöpfer Gott. Aber er reduziert deinen Wert nicht, sondern er maximiert ihn, hey. Er maximiert ihn. Und deshalb, ich sage dir ganz ehrlich, ist der Teufel so furious, er weiß nicht. Der Feind, der versucht immer wieder, oder? Er versucht dich zuzuballern, zuzubombardieren mit allem, was er dir entgegenwerfen kann. Oder sonst würde er nicht alles daran setzen, dich festzuketten, weil er Angst hat und ganz genau weiß, was alles passieren könnte, wenn du in deine Bestimmung, in deine Berufung hineinkommst. Weil er Angst davor hat, dass du da überhaupt hineinkommst. Weil er Angst davor hat, was passiert, hey, wenn XYZ, wenn diese Person versteht, wie Gott diese Person sieht. Hey, wenn wir rauskommen aus unseren Süchten, oder? Wenn wir rauskommen aus unseren Ängsten, aus unseren Panikattacken. Er weiß ganz genau, was alles passieren könnte. Und es wird so finster für ihn. Und deshalb versucht er uns zu bombardieren mit allem, was er hat. Aber, und das ist es, woran wir festhalten, oder? Jesus hat uns versprochen, er ist bei uns. Bis wann? Bis ans Ende aller Tage. Hey, bis ans Ende aller Tage. Das ist atemberaubend. Und ich will dich ermutigen, hey, nicht nur für jetzt, sondern auch darüber hinaus ich will dich ermutigen für deinen Alltag, hey, daran festzuhalten. Sondern jetzt ist okay, Antonio, aber was hat Gott mit mir vor? Hey, frag ihn einfach. Frag Gott, was er mit dir vorhat. Sondern red mit ihm, einfach so wie du mit mir redest, so wie du mit deinem Partner redest, so wie du mit deinem Nachbarn redest, jetzt gerade. Ich sehe es. Ich mach Spaß. So, nein. So, red einfach mit ihm, aber red nicht mit ihm über die Dinge, wo du denkst, dass du mit ihm darüber reden solltest. Okay, besonders geistig oder besonders fromm. Er weiß eh, wie es in unserem Herzen aussieht. Red einfach mit ihm. Weil seien wir ehrlich, hey, manchmal sind es die wunderbaren, großen und geistlichen Dinge, hey, wo du die Welt veränderst, aber es ist nicht immer so, oder? Manchmal reden wir mit ihm über einfach völlig unnötige Dinge. Manchmal reden wir mit ihm über die Schmetterlinge, die du hast im Bauch für Gertrude und Bernd und Helmut und, oder? Und Chantal. Hey, whatever, ja, wie auch immer. So, ne? Aber wir reden mit ihm, wir kommunizieren, was in unserem Herzen passiert, weil wir wissen, er ist dort. Und ich sag dir, was passiert, hey. In dem Moment, wenn du und ich anfangen, mit Gott zu reden, merken wir, wie der Himmel die Erde küsst. Okay, ganz kurz. Ich hab's gehört, ein Freund von mir, der erst seit kurzem irgendwie mit Jesus unterwegs ist, er sagte mir, weißt du was, Antonio, als ich in meinem Hotelzimmer auf die Knie gegangen bin, habe ich gemerkt, wie die Präsenz Gottes, und ich kann nur sagen, dass es die Präsenz Gottes war, diesen Raum eingenommen hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, sowas kannst du nicht faken, oder? Es ist Gott, der vor Ort ist. Und es ist nicht so, dass Gott nicht im Vorfeld schon da gewesen ist. Er ist da gewesen, aber da liegt eine Kraft da drin, wenn wir anfangen, uns selber sprechen zu hören mit Gott. Weil wir werden uns neu der Tatsache bewusst, dass Gott vor Ort ist. Er ist da. Und er begegnet uns, hey. Wisst ihr, so oft ist es so, dass wir erst zu Gott rennen, wenn wir Probleme haben, wenn es herausfordernd wird, oder? Ich meine, auch gerade, wenn du mit Leuten redest, die gar nichts mit Gott am Hut haben, frag sie, wann sie zum letzten Mal gebetet haben. Wann? Als sie Probleme hatten, oder? Und es ist so verrückt, hey. Weil wir lassen uns an so vielen Punkten, wir lassen uns von unseren Erfolgen blenden. Wenn alles super läuft, hey, dann kommunizieren wir auch nicht mit Gott. Aber unsere Erfolge sollten eigentlich ein Nebenprodukt dessen sein, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und deshalb sage ich ganz ehrlich, hey, es ist manchmal ein ganz guter Faktor, dass du und ich durch Herausforderungen gehen, durch Dramen hindurchgehen. Warum? Weil es zieht uns wieder näher zu dem, der uns erschaffen hat, der alle Antworten hat und die Quelle meines Lebens ist. Wir erinnern uns wieder daran, hey, wer hat mich eigentlich erschaffen und designt? Wer hat alles in seiner Hand? Es ist mein Schöpfer Gott, hey. Gideon redet noch einmal mit Gott, aber nun etwas weniger sarkastisch. Er sagt Folgendes zu ihm in Vers 15. Er sagt, aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die Schwächste im ganzen Schamanasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Und ich mag diesen Vers, hey, weil Gideon einfach so brutal ehrlich ist. Und ich mich genau darin wiederfinde, oder? Wenn es hart auf hart kommt, hey, finden wir uns in einer Situation wieder, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Wenn wir uns vor herausfordernden Situationen, in herausfordernden Situationen wiederfinden, müssen wir eine Entscheidung treffen. Entweder gebe ich meinen Schwächen die Macht, dass sie gegen den Ruf und gegen die Bestimmung, die Gott über mein Leben ausgesprochen hat, widersprechen oder ihr widersprechen, Gottes Stimme letztendlich widersprechen. Und in diesem Moment machen wir Folgendes, und zwar wir autorisieren uns selber, wir machen uns selber zu der Person, die qualifiziert. Und seien wir ehrlich, unsere Selbsteinschätzung ist nicht so präzise. Okay? Entweder machen wir das, oder was wir auch tun, dafür sind wir bekannt, hey, ist, dass wir unsere Schwächen einfach ignorieren. Wir tun einfach so, als wären sie nicht da. Wir ignorieren die Existenz unserer Schwächen.
Aber Folgendes passiert in diesen Momenten, wenn wir unsere Schwächen ignorieren und sie verstecken vor uns selber, vor anderen und vor Gott, kann Gott uns nicht helfen. Ganz kurz, alles das, was ich vor Gott verstecke, kann er nicht heilen. Ich muss es ihm geben. Und deshalb ist es atemberaubend, dass Gideon so ehrlich ist, oder? Alles beginnt mit Ehrlichkeit. Ich sage, Gott, so sieht's bei mir aus. So, und ich glaube, in diesen Momenten müssen wir verstehen und anerkennen, dass Stärke, wahre Stärke, entsteht nicht aus Leugnen, sondern immer nur aus Demut. Schwächen werden erst dann zu einer Stärke, nicht wenn ich sie leugne, sondern wenn ich sie akzeptiere. So, deshalb Gideon, er ist ungeschminkt ehrlich. Genauso ehrlich, wie deine Waage morgen zu dir ist, wenn du dich raufsetzt, oder? Ungeschminkt ehrlich, brutal ehrlich. Er sagt, hey, ganz ehrlich, ich bin der Jüngste und der Kleinste und der Schwächste aus dem schwächsten Stamm, aus dem schwächsten Clan. Ich kann gar nichts machen, was soll ich schon machen? Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist keine Kapitulation hier. Er macht eine Inventur über seine Situation und das ist sein erster Sieg. Aus folgendem Grund, hey. Weil wenn du und ich uns unsere Schwächen eingestehen, ist das kein Beweis dafür, hör mir zu, ist das kein Beweis dafür, dass wir zweifeln an Gott? Ist das kein Beweis dafür, dass wir keinen Glauben haben? Dass wir Mangel an Mut haben? Dass wir in Angst leben? Nein, nein, nein. Hey, wenn du und ich uns unsere Schwächen eingestehen, kommunizieren wir eigentlich nichts anderes als, meine Sicherheit hängt nicht von mir ab, sondern von dem, der mich erschaffen hat. Alles, was ich bin, mein Selbstbewusstsein, wie ich lebe, es hängt von dem ab und ist in dem gegründet, der mich kreiert hat. Das heißt, ey, wenn ich mit Gott unterwegs bin und ich weiß, wer Jesus in meinem Leben ist und wer er in meinem Leben sein will, passiert Folgendes. Ich kommuniziere ihm meine Schwächen und auf einmal wird mir bewusst, wer ich nicht bin, aber wer Gott in meinem Leben sein will. So, ich entscheide mich, meine Schwächen zu kommunizieren und es zeigt, dass ich selbstbewusst genug bin und sicher genug bin in ihm, hey. Und nicht in dem, was ich tun kann. Wenn wir an dieser Stelle mit Gott unterwegs sind, merken wir auf einmal seinen Plan und auch seine Gedanken über uns und seine Bestimmung für unser Leben, seine Berufung. Sie hängt nicht von meiner Performance ab. Hey. Sie hängt nicht von der Art und Weise ab, ob ich jetzt erfolgreich oder gut bin in dem, was ich tue oder wie ich mein Leben lebe. Nein, 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 in allererster Linie ist es abhängig von seiner Exzellenz und von seiner Unfehlbarkeit. Und ich merke, ich bin mit Gott unterwegs, ey, und mein ganzes Denken wird verändert und wird verarbeitet. Und ich merke, Gideon wurde verändert, nicht durch sein Machen und Tun. Gideon wurde verändert durch Gott. Weil Christsein, seien wir ehrlich, bedeutet nicht, ich habe alles unter Kontrolle. So, wir denken das oft, oder? Christsein bedeutet, ich kann einfach alles machen, immer. Aber du und ich sage dir ehrlich, wir sind keine Superhelden, hey. Was können wir schon tun? Ich glaube Folgendes, und zwar, wenn uns Herausforderungen treffen, hey, und wenn wir merken, es läuft in meinem Leben nicht alles nach Plan. Einige Dinge laufen sogar außer Reihe, okay? Dann kann ich mein Leben anschauen und dennoch wissen, dass wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dass meine Identität absolut gesichert ist und intakt ist in ihm. Das heißt, ich bin mit Jesus unterwegs und ich merke, mein ganzes Sein, mein ganzes Denken, es wird geprägt von ihm. Weil wer ich bin in ihm, bedeutet so viel mehr, als was ich tun kann. Du und ich, wir sind keine Superhelden. Ganz kurz fürs Protokoll, du und ich, wir sind keine Superhelden. Wir haben keine Superheldenkräfte. Ich weiß, unsere Welt kommuniziert uns das, hey, dass wir mit unseren Talenten und all dem, was wir haben und unsere Stärken, hey, dass wir damit alles tun können. Nein, 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 ganz kurz, hey, wir sind begrenzt. Das, was wir brauchen, ist ein Retter. Du und ich, wir sind Humpty Dumpty und wir liegen zerbrochen am Boden. Und wenn du nicht weißt, wer Humpty Dumpty ist, dann solltest du mal wieder ein Märchen lesen. Humpty Dumpty, ist das für irgendjemanden ein Begriff? Humpty Dumpty, ja, für ein paar. Humpty Dumpty, ein schneeweißes Ei, fiel von der Mauer und brach in zwei. Okay, auf jeden Fall. Hey, du und ich, wir sind Humpty Dumpty. Ich sag dir, was es bedeutet, okay, anhand eines Bibelverses. Cool? Come on, wir sind im Haus Gottes, cool? So, Titus 3, das ist der Vergleich, okay, zu Humpty Dumpty. Also, doch dann zeigte Gott unser Retter. Okay, Gott ist unser Retter und ich bin's nicht. Ich liege zerbrochen am Boden, wie wir gerade gelernt haben. Doch dann zeigte Gott unser Retter und seine Freundlichkeit und was? Liebe. Seine Liebe. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, nicht wegen meinen Superheldenkräften, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit.
Das bedeutet, an der Stelle, wo ich am Boden liege und sage, Gott, ich weiß nicht, ich bin zerbrochen, taucht Jesus auf und er rettet den Tag. Und auf einmal merke ich, dass mein Leben, mein Denken, mein Sein, es ist geprägt von ihm. Es ist nicht geprägt von Goodwill oder Positive Thinking. Oh ja, wenn ich es denke, dann schaffe ich es auch. Nein, 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 nein. Hey, ganz kurz. Der Einzige, der dich und mich wirklich retten kann, ist Gott. Wie sollte ich mich selber retten? Es funktioniert nicht. Und das mag ich an Gideon. Gideon ist einfach brutal ehrlich. Gideon sagt, hey, ich bin der Schwächste, der Jüngste aus meinem Clan. Ich kann nichts tun, hey. Und dann sagt Gott etwas Grandioses zu ihm. Und zwar in Vers 16. Der Herr versprach, ich stehe dir bei, du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Und das hört sich voll ermutigend an, oder? Zu wissen, hey, dass Gott sich in dieser Art und Weise zu uns stellt. In den nächsten Kapitel lesen wir davon, dass Gott sein Heer von 32.000 Mann reduziert auf nur 300 Mann. So, das wäre der Punkt, an dem ich sagen würde, serious God, ehrlich, ich hätte nicht mal gedacht, dass wir mit 32.000 Mann eine Chance haben. Nur noch 300 plus mir, 301. So, aber dann merken wir, hey, dass Gott, er hat kein Problem damit, dass wir ehrlich mit ihm sind. Die Entschuldigungen, die Gideon an den Tag gelegt hat, die du und ich so oft an den Tag legen, warum wir Dinge nicht tun können, sie verändern die Meinung Gottes über dich und über mich nicht. Aber, auch hier wieder, oder? Dass Gott uns qualifiziert und befähigt, eliminiert jede Entschuldigung in meinem Leben. Warum ich Dinge tun kann oder nicht tun kann. Ich bin mit meinen Schwächen ehrlich vor Gott und sage, Gott, ich lege das vor dich nieder. Und ich merke, Gott, geht es nicht darum, hey, dass ich irgendwelche Leiterschaftsskills an den Tag lege oder dass ich Superheldenkräfte habe. Sondern das Einzige, was er will, ist, dass wir ehrlich vor ihm sind. Dass ich einfach sage, so sieht's aus. Ich mache eine Inventur über meine Situation, über meinen Plan, über das, was ich tun kann. Jesus, jetzt musst du hineinkommen. Und in diesem Moment bin ich ehrlich mit meinen Schwächen und zeige sie ihm. Und er sagt, damit kann ich arbeiten. Weil das Einzige, was Gott von uns will, ist Glauben. So klein und so unscheinbar er am Anfang aussieht. Aber er sagt, damit kann ich arbeiten. Damit will ich arbeiten. Und das tat Gott, oder? Wenn ich mir einfach nur vorstelle, wie Gott im Himmel ist mit all den Engeln. Und er holt sie zusammen und er sagt, Engel, seht ihr Gideon? Und die Engel sind so, ja, der Typ, der sich da gerade versteckt. Ja, ja. Hey, hol ihn in mein Team. Und die Engel sind so, what? Der Typ? Der ist ein Witz. Ja, genau. Mit ihm schreibe ich die besten Geschichten. Und auch die witzigsten. Setz deinen eigenen Namen ein, oder? Gott schaut auf uns und er sagt, den will ich im Team haben. Und sie. Und den da hinten auch. Ja, er versteckt sich gerade. Aber meine Geschichte ist so viel grandioser als das. Weißt du, was Verrücktes, hey? Dass wir versuchen, vor Gott und vor Menschen mit unseren Erfolgsstorys zu zeigen, wer wir sind. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, ist er zu seinen Jüngern gegangen. Und wie hat er seinen Jüngern gezeigt, dass er kein Doppelgänger ist und dass er kein Betrüger ist? Wie hat er das gemacht? Hat er Blitze vom Himmel fallen lassen und Donner und Dinge durch die Gegend gewirbelt? Nein. Was hat er gemacht? Er hat seine Wunden und seine Narben gezeigt. An der Stelle, wo wir immer sind, hey, das sind meine Stärken, das ist das, was ich tun kann. Ganz kurz, Church und Kirche und unser Leben war niemals dafür erschaffen und designt worden, damit wir zeigen, wie perfekt wir sind, hey, und unsere Stärken in Szene setzen. Sondern was wäre, wenn du und ich bereit sind, unsere Stärken, die wir von Gott bekommen haben, einzusetzen für ihn? Hey, was wäre, wenn Kirche ein Ort ist, wo wir nicht sagen, hey Mann, ich bin perfekt und das alles läuft gut und das ist alles super, sondern wo wir einfach ehrlich miteinander sind und sagen, hey Mann, seien wir ehrlich, hey, es läuft nicht immer gut. Es ist nicht immer einfach und es ist tough und es ist herausfordernd und es ist schmerzhaft. Ich sage nicht, dass wir jetzt hier eine Selbstmitleidsparty machen oder sowas. Ich rede aber davon, hey, zu ehrlich zu sein in einer Art und Weise, wie es Gottes Herz berührt. Wenn ich ehrlich bin mit euch, was Gideon angeht, hey, Gideons Geschichte hat nicht so brillant geendet am Ende seines Lebens, weil er sich von Gott abgewendet hat. Und dennoch im Neuen Testament, in Römer 8, Vers 27, in Hebräer 11, Vers 31, lesen wir davon, dass er genannt wird unter den Helden Gottes. Weißt du warum? Hey, weil Gott, er schaut auf unser Leben und er sieht uns durch Gnade hindurch. Wir bewerten das Leben von Menschen und packen sie in Boxen hinein. Hey, was wäre, wenn wir unseren Lebensstil mehr daran angleichen, inklusiver zu sein als exklusiver?
ich saß vor und ich bin weird, ich sag, wie es ist, ey. Ich bin müde, meine Tochter bekommt Zähne und ich erzähle jetzt noch eine Geschichte, und zwar, dass ich vor einiger Zeit, ich saß mit ein paar Leuten zusammen, hey, und wir haben einfach unser Herz miteinander geteilt. Und in diesem Gespräch mussten wir einander um Vergebung bitten, wir haben geweint, wir haben uns in den Arm genommen und wir haben zugelassen, dass Gott eine neue Geschichte schreibt. Und das hat alles damit angefangen, dass wir verstanden haben, es geht um zwei Worte. Und diese Worte sind ich auch. Ich auch. Wir haben einander um Vergebung gebeten. Wir haben gebetet. Wir sind auseinandergegangen als Freunde. Wegen zwei Worten. Ich auch. Und so oft war es im Kirchenkontext so, dass wir andere Worte benutzt haben. Und zwar, du solltest. Du solltest dies und das. Du solltest dies und das. Und dann erst. Aber was wäre, wenn wir zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, hey, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und ich auch. Weißt du warum? Weil Menschen immer mit Menschen unterwegs sein wollen würden, die echt sind, die immer echt sind, anstatt immer recht zu haben und immer alles besser wissen. Ich glaube, wir kommen zusammen, hey, und wir merken, dass Jesus uns gezeigt hat, was es bedeutet, ehrlich zu sein und geliebt zu sein. Als Jesus bei den Jüngern auftaucht, er zeigt seine Wunden. Und eigentlich, was er in diesem Moment zeigt, ist Folgendes. Und zwar, schau dir an, hier sind deine Schmerzen, hier sind deine Herausforderungen, hier waren die Nägel, hier war alles das, was du tun kannst. Deine Verletzungen und wo du verletzt hast. Weil seien wir ehrlich, auch hier, hey, jeder von uns wurde vielleicht schon mal verletzt, aber wir verletzen auch. Und Jesus sagt, hey, hier, schau hier, ich habe all das getragen. Und ich habe es getragen aus Liebe zu dir. Und auf einmal wird der Punkt, der größte Schmerz der Menschheitsgeschichte in unser Universum gebracht hat. Ich meine, dass Gott gekreuzigt worden ist. Es wird zu einem Dreh- und Angelpunkt für die größte Macht des Universums. Und es ist Vergebung. Dass Gott sagt, ich vergebe dir. Und weil ich dir vergebe, kannst du vergeben. Und das ist der Inbegriff des Evangeliums. Und all das ist geboren aus Ehrlichkeit. Gott, hier stehe ich vor dir, so wie ich bin. Und ich brauche dich. Und ich brauche dein Eingreifen. Und auf einmal merken wir, Herr Jesus, er wurde zur Brücke zwischen uns und Gott und zu einem Echo, was uns nichts anderes kommuniziert als ich auch. Hey, du bist durch Schmerzen gegangen, ich auch. Ich weiß ganz genau, wo du gerade drin bist. Ich auch. Hey, lass uns ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Wenn du heute hier bist, hey, und du hörst zum allerersten Mal von diesem Gott der zweiten Chance, von diesem Gott der Liebe, von diesem Gott der Annahme, von diesem Gott, der sagt, ich habe eine zweite Chance für dich. Ich habe ein Leben jenseits deiner Vorstellungskraft für dich. Und du sagst, du möchtest ihn kennenlernen, dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von 3 auf 1 runterzählen. Und wenn du sagst, ich möchte zurück zu diesem Gott. Vielleicht kanntest du ihn irgendwann mal und bist vor ihm weggerannt. Und du sagst, ich möchte zurück zu diesem Gott, der ein Leben in Fülle für mich hat. Denn wenn ich bei 1 bin, ich werde von 3 auf 1 runterzählen. Wenn ich bei 1 bin, während all die Augen geschlossen halten, dann heb ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Und genauso auch für dich zu Hause, hey, vielleicht sitzt du gerade in deiner Küche, im Bad, wo auch immer, hey, und du hörst diese Botschaft und du sagst, hey, es spricht mein Leben an, weil ich mich genau darin wiederfinde. Ich brauche diesen Retter, ich brauche diesen Gott, ich merke, wie zerbrochen mein Leben ist und ich will zurück zu ihm. Er sagt, ich bin da. Während alle die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut, ich zähle von 3 auf 1 runter und wenn du sagst, ich möchte zu diesem Gott, dann heb ganz kurz deine Hand und du zu Hause leg einfach deine Hand auf dein Herz. Einfach, damit ich weiß, für wen ich beten kann. 3. Jesus liebt dich so sehr, hey. 2. Seine Gedanken über dein Leben differenzieren sich maßgeblich von deinen Gedanken über dein Leben. 1. Er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke, danke. Dankeschön. Okay, könnt ihr Hände wieder runternehmen? Könnt ihr die Augen wieder öffnen? Und wir machen es so, ich will von hier vorne ein Gebet formulieren. Wir beten es alle als Church nach, okay? Okay? Okay. Sprech mir nach. Jesus. Loud and proud. Jesus. Heute komme ich zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Bitte verzeih mir, wo ich Schwächen versteckt habe. Ich will ehrlich sein vor dir. Und ich will zurück zu dir. Jesus,
Heute treffe ich eine Entscheidung, zurück in dein Haus zu kommen, der du mein Erschaffer und mein Schöpfer bist. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt Amen.